Und ich mag es euch unheimlich leicht, weil der Mensch, ich wiederhole nochmal, der hier sitzt, der verlangt von euch überhaupt nichts. Weder, dass ihr in eine Kirche rennt. Das Einzige, was ich mir für euch wünsche, dass ihr den Mut habt, meine Gesetze zu achten. Und die zwingen, die schreiben euch nichts vor, richtet nicht, sorget euch nicht um morgen und fangt an, jeden und alles zu lieben. Ganz aufrichtig und ehrlich. Und dann werde ich eure Welt verändern. Das ist ein göttliches Versprechen. Du hast keine Vorstellung, welche Macht ich habe. Wo ich keine Macht habe, und das sage ich euch jetzt auch, ich habe keine Macht auf eure freien Entscheidungen. Ich habe jeden einzelnen von euch einen freien Willen gegeben und den habe ich natürlich relativ abgegrenzt. Der Wille besteht nicht daran, dass ihr irgendwie bestimmen könnt, was ihr morgen seht. Ich kann euch die Bilder vorsetzen. Der Wille besteht darin, dass ihr die Qualität dieser Bilder bestimmen könnt. Das heißt, geistliche Freiheit heißt, dass ihr einen Zustand kriegt, dass ihr nicht mehr urteilt und richtet, sondern einfach einmal euch Gedanken macht, wieso das gut ist.